Mein Name ist Annette, nach wie vor. Ich habe vor einem Jahr ziemlich genau einen Film gemacht für die Deutsche MS-Gesellschaft als MS-Reporterin und habe von meinen Erfahrungen berichtet, von 16 Jahren MS damals. Und jetzt möchte ich mich gerne wieder melden, denn der Welt-MS-Tag steht bevor. 2018 am 30. Mai, und der hat dieses Jahr ein sehr interessantes Motto, und zwar unheilbar optimistisch. Und das finde ich mal eine ganz spannende Kombination, weil jeder Begriff, jedes Wort ist ja schon sehr interessant in Verbindung mit MS. Unheilbar, ja, klar, oder so klar nicht, aber zumindest gilt sie momentan noch als unheilbar, und dann haben wir jetzt schon gleich das Positive, das Optimistische. Ich persönlich gehe davon aus, dass irgendwann einmal MS heilbar ist, beziehungsweise dass die Forschung irgendwas mal so richtig dagegen tun kann. Diese Forschung, die ist nämlich jetzt in diesen letzten 17 Jahren sehr, sehr weit schon fortgeschritten. Es gibt wesentlich mehr Präparate jetzt und wesentlich mehr Erkenntnisse als zuvor, als zu der Zeit, als ich da mit meiner MS angefangen habe. Das war 2001. Ja, ich habe auch schon einige Präparate ausprobiert, mit mehr oder weniger Erfolg. Bin jetzt auch gerade wieder dabei, auf ein neues zu wechseln. Und ich persönlich mache immer sehr gerne bei Studien mit. Das ist so eine Sache, das macht nicht jeder. Klar, es gibt viele, die sagen, ich bin doch kein Versuchskaninchen. Sicher, bin ich auch nicht. Aber ich selber finde es zum einen wichtig, das auch mit voranzutreiben, die Forschung. Und wenn ich ein neues Präparat mit ausprobiere, also wenn ich mich dafür entscheide, es kann natürlich auch sein, dass ich das absoluten Quatsch finde, dann mache ich dann natürlich nicht mit. Aber wenn ich das für gut halte, dann bin ich ja auch mit bei der neuesten Forschung zum einen dabei, und zum anderen wird man da ja auch sehr intensiv betreut, wenn man bei einer Studie mitmacht. Also das finde ich sehr gut, weil wenn ein Präparat dann schon so weit auf dem Markt ist, ist die Betreuung nicht mehr so intensiv. Natürlich immer noch, aber nicht mehr so wie bei einer Studie. Und das ist mir an sich sehr wichtig. Ja, gut. Und positiv und optimistisch. Ich verwechsel das eigentlich fast immer, diese Wörter. Aber es kommt ja eigentlich aufs Gleiche raus letztendlich. Also, das Optimistische. Tja, also Goethe hat es schon gewusst, dass wir diesen Welt-MS-Tag jetzt mit diesem Motto belegen, denn der hat gesagt, Moment, jetzt muss ich überlegen, Augenblick, selbst aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und das passt ja wohl wie die Faust aufs Auge zu diesem Motto, man muss seine Schwächen und Stärken finden und kennen. Und dann kann man wirklich super Sachen draus machen. Also in dem Fall sind es ja auch tatsächlich die Schwächen, die man in irgendeiner Weise sogar auch ja nicht pflegen muss, aber dass man da auch was draus machen kann. Weil also das Blöde an der ganzen Geschichte ist ja, man muss ja erstmal krank werden, um zu merken, worin bin ich gut, was kann ich nicht und wie genial so ein Körper eigentlich funktioniert. Eben wenn er gerade nicht mehr richtig funktioniert. Und da gibt es Sachen, die man wirklich dann auch ja, stilisieren kann. Man kann was draus machen. Ihr könnt aus euren Schwächen was machen. Wenn ihr eine Gehbehinderung habt, wenn ihr Schwierigkeiten habt zu gehen, eine Gehhilfe ist nicht nur eine Gehhilfe, sondern man kann da auch wirklich ein schickes Accessoire draus machen. Ich habe mal einen Mann öfter gesehen, der hat das echt richtig gut gemacht. Ich glaube, das war ein Goss.
Der ist immer in ganz schwarz rumgelaufen, hatte so einen schwarzen langen Mantel an und immer so einen Hut und lange Haare. Und der hatte eine Gehbehinderung und der hatte einen richtig super coolen Stock. Und zwar war das einfach ein langer Stab und oben der Knauf war ein Drache aus Silber. Und das sah richtig klasse aus. Und der Mann hatte Stil. Fand ich gut. Der hatte keine Gehbehinderung, sondern der war ein stilvoller Mensch in seinem Auftreten. War vielleicht viel auf durch seine Kleidung. Gut, aber es war diese Gehbehinderung nicht das, worauf die Leute geguckt haben bei ihm, sondern es war einfach dieses, es passt. Und das finde ich eine gute Sache. Integriert eure Schwächen in euren Stil. Macht nicht den Gehbehinderten oder den, was weiß ich, den MS-Kranken aus euch, sondern nutzt es, um was draus zu machen. Und natürlich auch eure Stärken, ganz klar. Wenn ihr merkt, ihr könnt gut schreiben oder so, dann schreibt Bücher, schreibt Artikel. Ja gut, ihr könnt auch bloggen, klar. Und wenn das nicht richtig funktioniert, es gibt auch Diktierprogramme. Ich persönlich habe zum Beispiel das große Problem, dass meine Hände, die Feinmotorik ziemlich im Eimer ist, genauso auch die Sensibilität von meinen Händen. Das heißt, irgendwann ist mir das Tippen da auf dieser Tastatur dann einfach zu kompliziert. Und ich habe so ein Diktierprogramm und dem erzähle ich was und das schreibt mir das ganz brav mit. Und Rechtschreibfehler gibt es dann auch nicht. Ihr müsst natürlich halt nur gucken, dass das Programm das Wort richtig versteht, weil da kommen dann manchmal ein bisschen seltsame Sachen bei raus. Aber sowas kann man eben auch machen. Das sind dann eben so Dinge, wo man aus seinen Schwächen etwas Optimistisches, Positives machen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel auch einen Stock, den ich sehr schön finde. Der sieht so aus. Naja, gut, je nach Laune, man kann ja auch Stöcke sammeln. Und dann halt eben nach seinen eigenen Launen dann damit rumlaufen. Es gibt ja auch diesen tollen Stock, der hat unten so Flammen. Ich glaube, bei Dr. House war das mal auch zu sehen. Ich habe den jetzt mal irgendwann im Original gesehen, diesen Stock, und ich fand den auch total klasse. Es ist zwar eben nicht mein Stil, aber wie gesagt, zu wem es passt, ist ja gut. Ja, und ansonsten kann man eben aus einer Not eine Tugend machen. Oh, ich hasse Sprichwörter, aber das Problem ist, die stimmen ja meistens. Also aus einer Not eine Tugend machen und dieses Treppenhaus hier habe ich jetzt nicht ohne Absicht mit in diesen Film jetzt hier integriert. Das ist die Treppe, die ich jeden Tag mehrmals rauf und runter gehe. Ich finde zum einen erstmal dieses Treppenhaus wunderschön. Ich mag solche Spindeln. Und zum anderen ist es mir auch wichtig, dass ich in Bewegung bleibe, Treppen steigen muss. Und da kann ich auch immer ganz gut dran ablesen, wie ist mein Tag heute, ist der gut oder schlecht, je nachdem, wie ich so diese Treppen rauf und runter komme. Und wir haben, als wir hier eingezogen sind, da hatte ich schon die MS. Mir ging es damals darum, nicht gleich alles ebenerdig zu haben, behindertengerecht. Gut, ich konnte da noch viel besser gehen, da hatte ich noch nicht so das Problem. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass ich, soweit es geht, erstmal normal weitermachen kann. Gut, es ist jetzt natürlich beschwerlich, diese Treppe rauf und runter zu gehen, aber ich mache es noch und ich mache es auch weiter. Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, denn ja gut, irgendwann klappt es vielleicht nicht mehr, keine Ahnung, dann gibt es einen Treppenlift oder wir müssen irgendwie gucken, dass wir eine Wohnung ebenerdig irgendwo finden. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse mir doch so ein Treppenhaus nicht nehmen durch so eine Krankheit. Und denkt also optimistisch, das ist letztendlich unterm Strich alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Und
Ja, mich würde es auch sehr interessieren, wie es euch so ergangen ist in der letzten Zeit, ob ihr da mit meinen Tipps vielleicht was anfangen konntet. Da ist ja auch ein sehr, sehr netter Beitrag noch gewesen unter meinem letzten Film. Da hat jemand eben auch gesagt, dass da so ein paar Fragen auch beantwortet worden sind und dass es auch so ein bisschen die Angst genommen hat. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass ich das auch mit meinem Film in irgendeiner Weise machen kann. Und wie gesagt, meldet euch, gebt mir irgendeine Rückmeldung vielleicht. So, und dann gibt es noch so ein nettes Zitat oder einen netten Spruch von Tolstoi. Den muss ich mal kurz vorlesen, ich kann mir das nicht merken. Sekunde mal. Da steht, oder der hat gesagt, wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, meinen wir, alles sei verloren. Und dabei fängt etwas Neues, Gutes an. Klasse, ne? Das finde ich gut. Passt super zu dem Motto. Und ja, Goethe, der Unvermeidliche, der ist natürlich auch schon zitiert worden. Denkt mal über diese ganzen Dinge nach, was die gesagt haben. Und schaut mal, ob ihr das mit euch in irgendeiner Weise verbinden könnt, denn ich bin mir sicher, ihr findet da was. Und das wird gut. Ja, ich wünsche euch was und bis demnächst mal wieder. Also, tschüss.